Höchste Alarmstufe für zwei Kinder mit einem Restsehvermögen von, ja, Sie hören richtig, von 5%. Und die Tochter musste leider auf die Blindenschule gehen, weil es noch nicht der Forschung gelungen ist, nach vorne zu kommen. Vielen Dank an das Unternehmen. Check es mal an, das von Lehrkräfte zu Lehrerin der Mutter der beiden Kinder. Ja, es ist unglaublich, aber es ist so. Man muss Aufmerksamkeit erreichen, um vielleicht eine Chance zu besitzen, um diese Gendefekte Angeborenheit zu kompensieren. 5% Restsehvermögen für ein Kind von 15 Jahren und ein Kind von 18 Jahren, das ist natürlich schon ein starkes Stück. Ich werde jetzt aktiv, noch aktiver. Herr Professor Senator Fischer ist leider nicht mehr, Dr. Arthur Fischer ist leider nicht mehr unter uns verweilend. Bei ihm war ich, das ist der Dübelmagnat und Erfinder von 1200 Patenten. Und ich hoffe, dass wir eine Chance haben. Vielleicht machen wir auch, wenn die Boxer mitspielen, ein Öffentlichkeitsevent zugunsten Better Eye oder Besser Sehen. Nichts sollte man unversucht lassen. Unter dem Aspekt Zivilcourage geht alle an, denn jeder kann der Nächste sein. Es darf nicht sein, dass man hier wegschaut und weghört. Zivilcourage geht alle an, jeder kann der Nächste sein. Ja, also es kann natürlich auch sein, dass es die sogenannten Pestizide sind, die dafür Veranlassung sind, dass dieser Gendefekt so in massiver Form eben eingetreten ist. Da fehlen einem die Worte, dass es immer heißt, ja, wen interessiert denn das? Das kann ich mir so nicht vorstellen. Ich werde auch eventuell mal Herrn Dr. Richard Westhaus fragen von divocare.de. Er hat auch namhaften Einfluss in Sachen Präventionsdiagnostik, Gesundheit und vieles mehr. Er ist da sehr, sehr begabt, was Radiologie angeht. Er ist da einer der führendsten in München, in Deutschland, in Europa, vielleicht auch weltweit. Gesicht zeigen für mehr Mensch. Und nochmals vielen, vielen Dank für Check es mal anders, for a better planet. Ja, dass die Welt ein bisschen besser wird und die Kinder eine Chance haben, Hoffnung zu bekommen, dass die Forschung Gelder bekommt, damit hier nur zum Eruieren der Ursachen zwei oder drei oder vier, je nachdem wie groß das Forschungsteam sein muss, um da Fortschritt zu bekommen, etwas für das Sehvermögen unternehmen. Ich bin jetzt noch bei Check S und bedanke mich da ausdrücklich noch dafür, dass Sie mir diese Möglichkeiten eingeräumt haben. Das ist auch nicht so üblich. Also Sie zeigen eben Herz für viele, viele Kinder und hier lernt man garantiert anders. Auf den Bühnen dieser Welt unterwegs für mehr Zivilcourage von Gala zu Gala gibt es eben die eine oder andere Anfrage. In diesem Sinne, auf gut Glück und ich werde nichts unversucht lassen, um diesem Sonderwunsch nachzukommen. Bis bald, höchste Alarmstufe. Retten lohnt sich für einen besseren Planeten und für diese Kinder, die es mehr als nötig haben. Bis bald, diplomatische Momente weltweit.